Okay, also der Plan ist, wir haben hier, wie man sieht, Minecraft-YouTuber versus Ryan, okay? Wir haben hier ein paar Minecraft-YouTuber, die, ja, ihr mir vorgeschlagen habt letzten Stream. Ich hoffe, ich habe da niemanden Wichtigen vergessen. Wenn doch, dann, ja, es ist leider zu spät, aber naja. Da es ja auch ein Video wird, Leute, schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wen habe ich vergessen, eurer Meinung nach. Das Ganze ist aufgeteilt in GG Easy, das heißt, ich würde die Person easy zerstören. Ich mache den komplett fertig. Sieht gut für mich aus. Das heißt, ja, so 70-30 würde ich sagen für mich. Also ich fighte gegen jemanden, aber ich habe gute Chancen auf jeden Fall zu gewinnen. 50-50. Ja, das erklärt sich, glaube ich, von alleine. Wird kritisch. Das heißt, die Person wird mich wahrscheinlich besiegen, aber ich habe noch eine minimale Chance. Und ich verliere zu 100%. Mehr muss ich, glaube ich, nicht erklären, oder? Ich habe mich vergessen. Ich habe ehrlich mich vergessen. Wie konnte ich mich selber vergessen? Also, wir fangen einfach an. Warte, wir haben... Gucken, ob ich noch alle Bilder kenne. Ich habe nämlich natürlich die rausgesucht, aber manche... Da kann ich... Hier, Trimax. Hätte ich nie am Logo erkannt. Ich weiß nicht, wie Trimax YouTube-Profilbild aussieht. Aber naja. Wir haben einmal abgegrieft. Aerosol, Awesome Elina, glaube ich. Basti GAG bei Quadrix, Chaosflow, Danny... Dr. Banks, Dreamtum, Epic Sun, Gambo natürlich mit reingenommen, dann einmal German Let's Play, Easy Cheesy, Copper, Logo, Maudado, Norris, Norman, Paluten, Celtics, Stylex, dann habe ich hier einen Tee für Tabea gemacht, die mussten wir mit reinnehmen, Fabo, The Joecraft, Toadie, Trimax und wichtiger, ich weiß, manche davon sind natürlich keine kompletten Minecraft-YouTuber, ich weiß bei manchen nicht mal, ob die noch Minecraft machen, um ehrlich zu sein, aber ja, wo ist Hugo? Ich habe einfach Leute reingenommen, die ihr mir vorgeschlagen habt, Leute. Hugo hat keiner vorgeschlagen, okay? Es tut mir leid, aber den will ich natürlich GG Easy zerstören, nicht. Wir fangen an mit Abge, der spielt eh noch City-Build, ich glaube, da muss ich nicht viel zu sagen, GG Easy. Er hat keine Chance. Er hat früher ein bisschen Bad Wars gemacht, aber ich glaube, er kann nicht mal fast bridgen. Als nächstes, ich habe echt nur die Einfachen am Anfang mit drin, ne? Aerosol. Hat er überhaupt schon mal PvP gespielt in seinem Leben? Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Das gleiche mit Awesome Elina, muss man auch nicht viel zu sagen. Auch ein easy win. Als nächstes, Basti GHG. Komplett overrated, meiner Meinung nach. Auch ein easy win für mich. Als nächstes... Ja, ich weiß, ich verliere gegen ihn. Ich weiß, ich verliere. Okay, es war ein Joke. Es war ein Joke. Ganz ruhig. Basti kann ich bauen. Es kommt darauf an, was für ein 1 vs 1. Meinst du, in Bad Wars könnte ich gewinnen? So ein normales Kit 1 vs 1 verliere ich halt wahrscheinlich. BW habe ich eine Chance, meint ihr? Soll ich Basti hier hinpacken? Nein, nein. Wir sagen, ich verliere. Als nächstes bei Quadrix, da werdet ihr wahrscheinlich auch alle sagen, dass ich verliere. Aber ich packe ihn zu Wirt kritisch. Ich weiß gar nicht, ob er noch Videos macht. Der ist eigentlich ganz gut in BW. Aber ich glaube, wenn ich jetzt einen guten Tag habe, ein Stück Schokolade vorher esse, habe ich eine Chance. Eine sehr kleine Chance, aber ich habe eine Chance. Okay? 100% verlieren. Warum glaubt ihr nicht an mich? Glaubt doch mal an mich. Ich sag, ich habe eine Chance gegen ihn. Der spielt nur Bad Wars, oder nicht? Der weiß wahrscheinlich nicht mal, wie ein Schwert aussieht. Der hat nur seinen Knockback-Stick. Ich habe eine Chance, okay? Basti und Quadrix tauschen. Ist bei Quadrix so heftig? Ich bleib dabei. Ich habe eine Chance, okay? Ich bleib dabei. Ich will auch gegen jeden von denen hier, wenn die mich herausfallen, ich würde easy ein 1v1 machen und natürlich gewinnen. Wahrscheinlich nicht, aber egal. Chaosflo! GG easy. Dann Danny. Danny, es tut mir leid. Danny, ich mag Danny. Ja, sehr, sehr cooler Typ. Aber... PvP, ich weiß auch nicht, ob er schon mal jedem in seinem Leben PvP gespielt hat. Der wird vielleicht auch gegen einen Creeper sterben. Das schaffe ich. Als nächstes Dr. Banks, Leute. Dr. Banks, PvP-Profi, wie man weiß, verliere ich definitiv nicht. Das gewinnen wir auch. Ich weiß auch nicht, ob er schon mal in seinem Leben PvP gespielt hat. Doch, wahrscheinlich schon Lucky Race oder so, aber trotzdem. Wir müssen hier mal schneller durchgehen. Ich habe echt ein paar Minecraft-PvP-Noobs hier am Anfang. Das gleiche gilt nämlich für Dreamtum. Können wir auch hier hinpacken. Können wir... Also ich... Wenn wir uns die Liste so angucken, wirke ich vielleicht ein bisschen arrogant. Muss ich ganz ehrlich sagen, aber... Also... Da kann ich nicht verlieren. Seien wir mal ehrlich. Das verliere ich nicht. Wenn einer von euch glaubt, dass ich das verliere, dann weiß ich auch nicht. Dann bricht mir das Herz. Banks hat auch schon mal gegen Awesome Elina gewonnen. Ja, aber ich würde auch gegen Awesome Elina gewinnen. Und gegen Banks. So, wenn jetzt Minecraft-PvP-Spieler 1, 2, 3, 4 gegen Abge gewinnt, dann kann ich ja trotzdem gegen Minecraft-PvP-Spieler 1, 2, 3, 4 gewinnen. Die klatsche ich beide weg. Du hast gegen Basti mehr Chance als gegen bei Quadrix. Meint ihr? Wollen wir... Okay, komm, ich tausche die vor euch, weil ihr wollt unbedingt, dass wir das tauschen. Dann machen wir es so rum. Ich glaube es nicht, aber dann machen wir es so rum. Der Gambo ist zu heftig. Gegen Gambo verliere ich zu 100% nicht. German Let's Play... Da werde ich jetzt vielleicht ein paar Leute triggern, aber ich bin mir auch zu 99,9% sicher, dass wir gegen German Let's Play ein 1 vs 1 gewinnen könnten. Jetzt schreiben wahrscheinlich wieder ganz viele, nein, der ist heftig, der gewinnt immer, aber der macht doch auch gar kein PvP mehr, oder? Der hat ja seit 50-50, meint ihr? Ich hätte jetzt ihn hier hingepackt.
Wir können ihn mal hierhin. Nein! Ich bin mir sicher. Ja, okay, Jump League. Da habt ihr recht. Jump League, wenn er das noch kann. Jump League ist er besser als ich. Aber es ist ja nicht alles Jump'n'Run. Es geht ja auch danach um PvP. Keine Sorge, wir haben noch ein paar in der Liste, die mich besiegen. Vielleicht. Mal gucken. Mal gucken. Okay, nur für euch, damit ich nicht den krassesten Hate abkriege, packen wir den hier hin. Okay. Nein, nein. Ich bleib dabei. Der bleibt da. Easy cheesy. Noch nie ein Video gesehen, aber ich glaube, macht auch kein PvP. Oh Gott, das ist hier gerade, das wird hier ein bisschen eng, ne? Verdammt, also jetzt no joke, als ich die Liste erstellt habe, ich habe mir einen random YouTuber rausgesucht, die ihr mir vorgeschlagen habt. Ich dachte, das wäre ein bisschen aufgeteilter. Bis jetzt sehe ich einfach aus wie ein arrogantes Arschloch, wenn wir uns das angucken gerade. Aber naja. Copper. So, Copper müssen wir jetzt aufpassen. Normales 1-1 gegen Copper, easy win. Aber er ist ja auch Mod-Experte. Wenn wir jetzt irgendeinen, also wenn er den Server aufsetzt, sind da irgendwelche geheimen Mods drin, womit er mich komplett zerstört. Deswegen würde ich ihn... Packen wir ihn jetzt hier hin, damit ich nicht so arrogant aussehe, okay? Wenn es ein Mod-Server ist, verliere ich. Er ist Mod-Experte. Wenn es ein Vanilla-Dingens ist, dann wäre er hier. Aber wir packen ihn jetzt mal hier hin. So sieht die Liste auch schön aus. Als nächstes Logo. Jetzt lacht ihr mich wahrscheinlich dann erst recht aus. Aber Logo ist gar nicht so schlecht im PvP. Auch wenn man das vielleicht immer denkt, das könnte schwierig werden teilweise. Ich würde trotzdem sagen, sieht gut für mich aus. Ich habe, glaube ich, mehr Battle gegen ihn gewonnen. Aber er hat mich auch schon mal gekillt. Im 1-1. Wir packen ihn mal dahin. Wir packen ihn mal dahin. Ich glaube schon, dass es gut für mich aussieht, aber er kann mich zerstören. Ich werde für die Liste bestimmt danach gehatet. Das war keine gute Idee. Das war keine gute Idee. Als nächstes Maudado. Da brauche ich wieder eure Hilfe jetzt vom Chat. Ich habe absolut keine Ahnung, wie gut Maudado ist. Ist Maudado gut? Der spielt ja auch kein PvP mehr, oder? Wo würdet ihr den einordnen? Eigentlich sieht es auch gut für mich aus, oder? Ich hätte ihn jetzt hier oder hier hingepackt. Aber viele Leute meinen 50-50. Existenz schreibt GG easy oder ich leave. Dann habe ich keine. Ich habe keine Wahl. Der lief sonst. So, jetzt haben wir No Risk. Da meint ihr ja, ich verliere komplett, oder? Er kann, glaube ich, auch supen. Also ich glaube auch schon, dass wir verlieren. Aber das ist jetzt vielleicht auch wieder Ryan X arrogant. Ich muss dazu sagen, ich habe auch noch nie gesehen, wie No Risk im PvP ist. Deswegen kann ich das nicht so gut einschätzen. Aber ich packe ihn zu wird kritisch. Wir müssen ja kein Soup 1 vs 1 machen. Die Sache ist ja, das hier heißt verliere ich zu 100%. Okay, passt. Kann ich noch eine neue Liste machen? Nee, ne? Kann ich noch was hinzufügen? Edit. Verdammt, ich hab's ruiniert. Jetzt muss ich alles neu einsortieren, glaube ich. Nee, muss ich nicht. Oh, Glück gehabt, Alter, Glück gehabt. Nee, das bleibt dabei. Wir bleiben dabei. Selbst wenn ich nur eine 1%ige Chance habe zu gewinnen, ist es ja trotzdem hier. Wird kritisch. Ich würde schon sagen, dass ich so eine 0,1%ige Chance habe, da vielleicht einen Sieg zu holen. Als nächstes Norman. Norman weiß ich auch nicht, wie gut er ist. Ich habe tatsächlich schon mal auch in einem Video, also er war zufällig in meiner Endergames-Runde, gegen ihn gespielt und auch gewonnen. Ich würde ihn jetzt hier hinpacken, sieht gut für mich aus. Allerdings habe ich mit dem Bomber-Kit gespielt. Das war ein bisschen eklig von mir. Ryanix hochmütig, von allen YouTubern verliert er gegen 90%. Niemals. Niemals würde ich gegen 90% der Leute hier verlieren. Paluten GG easy schreiben alle. Okay, wenn ihr das meint, dann packen wir den hier hin. Ich glaube auch, da gewinnen wir. So. Celtix, spielt er noch Minecraft? Gibt's ihn noch? Wo packen wir ihn hin? Ich würde sagen, 50-50 sieht ganz schön leer aus. Ich packe ihn mal hier hin. Der hat früher auch viel PvP gespielt. Ich packe ihn erstmal zu 50-50. Er war nie überkrass? Ich bin auch nicht überkrass. Ihr meint, er war immer durchschnittlich. Aber gleichzeitig sagt ihr zu mir mal, ich bin unterdurchschnittlich. Ihr gemein, Alter, ihr brecht mir mal das Herz. Stylex! Da muss ich nichts zu sagen. Als nächstes haben wir, ich habe einfach einen Tee gemacht für Tabea. Ich wollte Tabea unbedingt mit in die Liste aufnehmen, auch wenn sie keine YouTuberin ist. Aber Tabea wollten wir jetzt nicht ausschließen hier. Ich habe noch nie ein 1-1 gegen Tabea gemacht tatsächlich. Aber ich denke auch, dass ich Tabea easy klatschen würde. Verdammt, ich habe echt schlechte Leute rausgesucht. Ich sehe wirklich arrogant aus. Was ist das denn jetzt hier? Oh mein Gott. ich lasse euch Fabo einsortieren. Was meint ihr, Chat? Okay, also 50-50 oder kritisch. Ich glaube, ich packe ihn zu 50-50. Ich weiß nicht. Oder wird kritisch. Ach komm, wir packen mal ihn zu wird kritisch, damit ich nicht ganz so arrogant aussehe. The Joecraft! Der macht auch einen Redstone-Stuff, glaube ich, oder? Also von daher, ich packe ihn zu, sieht gut für mich aus. Ich glaube, dass er gar kein PvP spielt. Wenn er natürlich den Server vorbereitet, würde der eh cheaten und eine gemeine Redstone-Falle vorher bauen. Und ich wäre wahrscheinlich gespawntrapped und wäre instant tot. Deswegen packe ich ihn mal zu, sieht gut für mich aus. Eigentlich müsste ich ihn hierhin packen. Aber man weiß ja nie, ne? Vielleicht spielt er mit unfairen Mitteln. Als nächstes Tobias würde ich eigentlich auch zu GG Easy packen. Aber er hat mich letztens einmal getötet. Ich glaube, das erste Mal bis jetzt. Ich weiß es nicht. Wir haben Mario Party gespielt und er hat mich gekillt. Deswegen packe ich ihn hier hin. Ich kann ihn leider nicht dahin packen. Eigentlich würde ich ihn gerne dahin packen. Aber naja. Trimax wirst du safe verlieren? Als ob ich gegen Trimax verliere. Ist Trimax nicht lost in Minecraft? Ich hätte ihn jetzt hier hingepackt. Ich habe auch noch nie Trimax Minecraft spielen sehen. Aber ich höre immer nur, dass es nicht... Also...
Wir können natürlich auch hier hinpacken, fürs Meme einfach. Ich glaube, Trimax ist zu heftig für mich. Gegen Trimax fülle ich zu 100%. Zu Trimax-Bot Kaktus farmen. Ja, und Kaktusse pieksen. Denk mal drüber nach. Also, als allerletztes haben wir Wichtiger. Wichtiger, ihr kennt ihn, gut in Skywars. Ich glaube, Platz 2 sogar gerade. Ich weiß es nicht genau, ich verfolge das nicht so. Und, die Sache ist, man sieht hier am Profilbild, er hat so einen Monokel, heißt es, glaube ich. Und wenn das weg ist, sieht er natürlich nichts. Da schmeiße ich einmal einen Schneeball gegen, dann ist es kaputt, dann habe ich gewonnen. Fertig. Gut, das war die Tierliste. Nein, Spaß, ich verliere gegen Wichtiger. Also, würde ich jetzt so sagen. Oder wird kritisch? Wird kritisch? Nein, ich verliere. Ich verliere. Ich hätte noch mehr YouTuber mit reinnehmen sollen. Wir haben auch so wenig, aber ich kenne so wenig PvP-Leute. Also, ich kenne generell so wenig Leute. Dream? Ja, ich habe nur deutsche YouTuber mit reingenommen. Dream müssen wir gar nicht mit aufnehmen, Leute. GG easy für mich. Was denkt ihr, wer er ist? Nein, der hätte ich auch verloren. Vielleicht machen wir irgendwann Teil 2, wenn euch noch mehr YouTuber einfallen und ihr Bock drauf habt, können wir natürlich auch nochmal eine zweite Liste machen. Die müsst ihr aber vorher vorbereiten, weil ich muss die ganzen Bilder-Dingensen speichern und dann so groß machen. Weil wie ihr seht, sind das nicht die richtigen Profile. Also es sind, weil YouTube hat ja Kreisprofilbilder. Deswegen muss ich das so hässlich hochskalieren. Bei manchen Bildern sieht das ein bisschen kacke aus, bei vielen geht's. Bei manchen muss ich die Kreise auch lassen. Zum Beispiel auch hier bei Fabo. Ich wollte das Bild nicht ganz groß machen, sonst hätte er keine Haare mehr gehabt. Bei Danny hat er ja noch so ein bisschen Haare jetzt. Hätte ich, sieht auch, also bald haben wir Partnerlook.